Hey Leute, ich bin's, euer He-Man. Heute die erste Folge Bronzereichtum für FIFA Ultimate Team 2014. Oben rechts in der Ecke seht ihr wie immer den Betrag, den wir zur Verfügung haben. Für die erste Folge natürlich 7500 Coins, dass wir 10 Packs ziehen können. Ich werde euch jetzt für den Anfang erstmal zeigen, was ich im Club habe, also dass ich nichts im Club habe, dass wir das komplett bei 0 starten. Ihr seht, Spieler ist nichts drin. Bei den Mitarbeitern ist nichts drin, genauso wie Club-Items, das sind bloß die aktivierten. Und bei Consumables ist auch nichts drin. Auf der Transferliste ebenso. Und auf der Beobachtungsliste ist auch nichts drauf. Dann fangen wir direkt mit dem ersten Pack an. Wir hoffen natürlich auf Team-Fitnesskarten, auf Fitnesskarten, auf Verträge, auf gute Spieler. Das gleiche wie immer. Dieses Jahr sind auch interessant die Verletzungskarten, also die Heilungskarten. Da die auch gekauft werden im Spiel, im Online-Spiel, werden jetzt auch die Spieler sich verletzen. Das heißt, die kriegen wir jetzt auch ein bisschen Coins. Und hier im ersten Pack haben wir drei Spieler, einen Australier mit 80 Pace, da können wir uns vielleicht was bringen. Aber auch die anderen beiden gehen uns sicherlich weg, denke ich. Dann zwei Mitarbeiter, ein Fitness-Mitarbeiter, der wird sicherlich verkauft. Und sonst ein seltener Manager-Vertrag und ein normaler Vertrag. Ich werde für die erste Folge, denke ich, größtenteils alles mitnehmen. So viel wie diesen hier, diesen Manager, den stoße ich ab. Der wird eigentlich fast kaum, also fast gar nicht gekauft. Da er nur 0, also der bringt nichts. Der hat keinen Verträge plus und auch sonst nichts Besonderes. Das ist halt ein Bronzetrainer. Dann kauft man sich lieber einen Silbertrainer, der auch ein paar Verträge bringt. Dann sofort das zweite Pack. Und hier haben wir zwei seltene Verträge und eine seltene Teamheilung. Nicht Teamheilung, Spielerheilung. Das heißt, ein Effekt auf jede Verletzung. Dann ein Engländer, ein Schweizer und ein Koreaner. Ein paar Kits und Bälle. Die Bälle werden wir alle verkaufen. Da bin ich mir sicher. Die meisten sogar für 200 Coins mindestens. Und ja. Kits und Embleme nehme ich auch erstmal alle mit, die tue ich dann im Nachhinein aussortieren und gucken, welche ich draufstelle und welche nicht. Also alles in den Verein. Und zum dritten Pack. Vorne drauf Balcao, mal gucken, ob wir ein bisschen Klick haben. Bisher noch keine Teamfitnesskarte. Und hier ein seltener Spieler, der aber keine besonderen Werte hat. Ein Schwede. Dann dieser Franzose Kashi. Nicht drin, wie gesagt, nicht so besondere Werte. Denke ich mal, 200 Coins Maximum. Den Trainer wieder weg. Und der Rest kommt mit und wird größtenteils auch verkauft werden. Und dann kommen wir zu Pack Nummer 4. Wieder Falcao drauf und die Spannung steigt. Wieder ein seltener Spieler, ein Slowene, nein, ein Russe, ein Russe, ein Torhüter mit ja okayen Werten, aber jetzt nichts Besonderes. Ein Engländer mit 70 Pace, 60 Pass. Ja, mal gucken. Nehmen wieder alles mit. Ein seltener Vertrag und zwei normale Verträge, eine Fitnesskarte. Die Trainingskarten an sich, die werden wir auch abstoßen, weil gerade im Bronzebereich bringen die relativ wenig. Lediglich die alle Attributekarten, also die seltenen Trainingskarten, die nehmen wir mit. Dann hier Pack Nummer 5. Ein Deutscher von Ingolstadt und ein Free Pack. Sehr schön. Das nimmt man gerne. Und dann haben wir hier, wie gesagt, zwei Deutsche sogar, einen aus Sandhausen und einen aus Ingolstadt. Ein Barclays, Premier League Spieler. Von Sandhausen, muss ich sagen. Ja, doch. Eine Heilungskarte, eine seltene, sehr schön. Ich schätze mal, für die Heilungskarte kriegt man bestimmt so zwischen 200 und 500 Coins. Müssen wir mal gucken.
normale Verträge werden, denke ich, noch nicht so gut weggehen. Dafür aber die seltenen Verträge, die werden, denke ich, verkauft werden. Bei den normalen müssen wir mal schauen. Und Pack Nummer 6. Ein Franzose. Ich schätze mal aus der League 2. League 2, oder wie auch immer man das in Französisch ausspricht. League 1 ist ja die Liga 1 in Frankreich und die League 2, League 2, oder wie auch immer, ist die zweite französische Liga. Dann ein aus Serie B. Ein Mittelstürmer. Sieht gar nicht so verkehrt aus. Der könnte sicherlich ein bisschen mehr als 200 Coins bringen. Dieser Manager wird wieder abgestoßen. Und unser Ziel dieser Serie ist natürlich, jede Folge den Profit zu steigern. Also wir wollen eigentlich nie ins Minus gehen, was gezogene Packs und Gewinn aus, angeht. Ich denke, das werden wir auch schaffen. Auch wenn es bisher noch nicht so gut aussieht, also die Packs bisher, die ersten 5, sind noch nicht so gut. So, und in diesem Pack haben wir ja auch wieder nichts Weltbewegendes auf den ersten Blick. Einen Stürmer von Mauritius. Das Land habe ich auch noch nicht gesehen. Ein Schotte, ein Irländer. Den Irländer werden wir, denke ich, behalten für den St. Patrick's Day. Da werden die wieder in die Höhe schießen, die Preise von den Spielern. Gehen selbst die schlechtesten Spieler für mehr als 500 Coins weg. Deshalb werden wir die im Verein behalten und für später aufheben. Sonst ist üblich ein paar Verträge, ein paar Trikots und Embleme. Deswegen direkt ins nächste Pack. Das müsste das 7. sein. Und hier haben wir einen Kolumbianer. Einen Centerback, also Innenverteidiger. Von der MLS League, das müsste Sunderland sein. Portado 66 Pace ist in Ordnung. Und dann kommt es in der Verteidiger. Dann ein seltener Mitarbeiter und zwei Verträge. Aber sonst nichts Besonderes. Deswegen alles wieder in den Verein. Und dann kommen wir zum nächsten Pack. Das wird das vorletzte sein, was wir mit Coins bezahlen. Dann ist noch das Free Pack. Das öffnen wir natürlich auch noch. Und hier haben wir einen Belgier. Einen seltenen Spieler mit 64 Gesamtwertungen. Der gar nicht so verkehrt aussieht, obwohl für linker Flügel etwas zu langsam, denke ich. Deshalb wird er auch nicht mehr als 200 Coins bringen. Ein Torhüter, ein amerikanischer. Ich schätze auch von der MLS. Dann hier noch ein Belgier von der Pro League. Und einen französischen Manager, diesen behalten wir wiederum, weil der bringt 1% auf Verträge und hat eine recht beliebte Nation. Ich denke, der wird uns ein paar Coins bringen. Der Rest wieder in den Verein. Und dann kommen wir zu dem an sich jetzt erst vorletzten Pack, welches wir ziehen werden. Und hoffen wir mal auf die erste Team Fitness Karte. Die blieb uns bis jetzt ja verwehrt. So, und aber hier ist auch keine drin. Dafür zwei seltene Verträge. Nein, ein seltener Vertrag. Eine Trainingskarte, 6 für alle Attribute. Dann einen weiteren Irländer. 64er Rating. Und dann jetzt das Free Pack. Ich habe mir hier ein bisschen Glück. Wie gesagt, bisher sieht es gar nicht so gut aus, was wir da gezogen haben. Aber trotz alledem denke ich, dass wir die 7500 auf jeden Fall überschreiten werden wieder. Ich denke sogar, dass wir deutlich über die 10.000 kommen werden. Weil an sich habe ich noch nie so mit Bronze Packs Minus gemacht. Selbst mit solchen mäßigen kommt man eigentlich immer ins Plus.
Und ja, das war's. Da gucken wir uns mal an, was wir alles gezogen haben hier. Sechs seltene Spieler, das ist an sich nicht so viel, muss ich sagen, für 10 Packs. Das ist in Ordnung, aber haben wir schon mal besser erlebt. Vor allen Dingen eher durchschnittliche Spieler. Der französische Right Winger ist ganz gut mit 81 Pace. Aber ansonsten. Ach ja, und der Italiener ist auch nicht verkehrt. Ich denke, der wird auch ein paar Coins bringen. Und sonst, ja. Noch ein paar Non-Roller-Spieler, die ein paar Coins bringen. Müssten so schätzungsweise 4 Seiten sein, denke ich. Da sticht mir jetzt auch keiner ins Auge, wo ich sage, der bringt uns mehr als 200 Coins. Ich denke hier, unser französischer Manager, der wird uns vielleicht am meisten Coins bringen. Hab ich irgendwie so das Gefühl. Ich denke mal so 500, 600 Coins. Das wird das meiste sein, was wir diese Episode bekommen werden. Da jetzt wirklich nicht so, dass die Wahnsinnssachen dabei waren. Dann in den Club-Items etliche Trikots und Embleme. Die Bälle werden wir alle wegbekommen für 200 Coins. Und hier ein Pepsi-Trikot, das könnte allerdings auch ein bisschen was wert sein, das habe ich gar nicht so durchgesehen vorhin bei den Packs. Und natürlich viele, viele Seiten mehr. Und in den Verbrauchsobjekten haben wir 3 Trainingskarten, eine silberne, 2 bronzene, eine für den Spieler, eine für den Torwart. Viele Verträge. Die seltenen werden wir jeweils wegbekommen, da bin ich mir sicher. Die nicht seltenen müssen wir mal schauen, ob wir die wegbekommen. Ich sag mal, selbst wenn wir 150 pro drauf bekommen, finde ich das schon sehr in Ordnung. Müssen wir mal schauen, dann 2 Heilungskarten. Und hier noch ein paar doppelte Objekte. Müssen wir mal schauen, was wir mit denen machen, ob wir die abstoßen. Dazu komme ich dann aber in der nächsten Folge. Dann danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!